Hallo und herzlich willkommen bei Crystal Delicious. Ich glaube, so geht's jetzt öfters weiter. Okay, Spaß beiseite. So ab und zu hört ihr wahrscheinlich so ein paar Geräusche, aber ich denke, das ist nicht weiter schlimm. Ich melde mich auf jeden Fall erstmal wieder zurück nach 8 Wochen Pause, die ich mir gegönnt habe. Ihr habt ja gesehen, ich habe die Videos fleißig vorgedreht, damit ihr trotzdem was zum Gucken hattet. Melde ich mich jetzt wieder zurück und ich freue mich, euch heute ein ganz, ganz leckeres Rezept zeigen zu können. Denn es ist eine super leckere Sommerbeilage oder es passt perfekt in den Sommer. Denn am besten schmeckt das Ganze natürlich mit erntereifem Gemüse. Ich finde die Mischung von Aubergine und Tomate super lecker. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also diejenigen, die Aubergine nicht mögen, können das Rezept natürlich einfach mit Zucchini herstellen. Das funktioniert ganz genauso. Und ich würde sagen, ich zeige euch schon mal die wenigen Zutaten und dann starten wir auch direkt los. Für unsere Auberginenbeilage benötigen wir einmal 2 Fleischtomaten, 2 Auberginen, etwas Bratöl zum Erhitzen, dann noch ein paar Kräuter eurer Wahl. Da habe ich mich jetzt für Thymian und Oregano entschieden. Ihr könnt aber auch genauso Basilikum oder Petersilie verwenden. Dann benutze ich 3 Esslöffel, also 3 von den Mix and Scraper Löffeln Miracle Whip. Also Mayo in der Balance-Variante, dann Salz, Pfeffer und eine halbe Knoblauchzehe, wenn sie so dick ist, ansonsten eine kleine Gans. Und eine Sache schon mal vorab, von den Proportionen könnt ihr euch das Ganze richtig gut einteilen, denn man braucht immer eine Aubergine und eine Tomate und das ist quasi eine Portion. Und so könnt ihr euch das dann hoch und runter rechnen, wie ihr das braucht. Als erstes schneiden wir jetzt die Auberginen und die Tomaten in Scheiben. Da könnt ihr jetzt entweder 0,5 oder 1 cm dicke Scheiben schneiden, so wie ihr es am liebsten mögt. Und jetzt benötigen wir eine Pfanne zum Anbraten der Auberginen. Da benutze ich jetzt einfach hier unsere von Pampered Chef, die 25 cm Edelstahlpfanne. Die hat hier eine super Beschichtung und ist von der Größe vor allen Dingen perfekt. Die reicht nämlich exakt für eine Aubergine. Und das erhitzen wir jetzt mit hitzebeständigem Sonnenblumenöl oder ihr könnt natürlich jedes Öl eurer Wahl nehmen. Wichtig ist nur, dass die Temperatur passt, denn ich brate die Aubergine nämlich ein bisschen heißer an, damit sie schön braun wird. Also bei mir auf Stufe 8. Aber ihr könnt es natürlich so machen, wie ihr es am liebsten mögt. Und nicht wundern, die Aubergine ist wie ein Schwamm. Die saugt das Öl richtig auf. Deswegen ist es wichtig, dass die Pfanne schon schön heiß ist. Und eine Sache ist vielleicht auch noch für den einen oder anderen ganz wichtig. Die Auberginen und Zucchinis, die man aus dem Geschäft kauft, die sind in der Regel nicht bitter. Denn ich kenne auch so den Spruch von früher, von meiner Mami, dass man die Zucchinischeiben, um die Bitterstoffe zu entziehen, mit Salz einstreut, damit dann quasi die Bitterstoffe rausgezogen werden. Wenn man die aus dem Geschäft kauft, sind die eigentlich nicht bitter oder beziehungsweise sind das so Sorten, die gar nicht so dazu neigen. Wer jetzt Zucchinis und Auberginen aus seinem Garten hat und sich nicht sicher ist, ob die eventuell doch ein bisschen bitter geworden sind, das ist nämlich davon abhängig, ob die genügend Wasser hatten oder nicht, der kann einfach auf Nummer sicher gehen und die einfach mit Salz bestreuen. Nur mal so ein kleiner Tipp am Rande. Und währenddessen die Auberginen vor sich hin brutzeln, können wir jetzt schon mal die Mayo mischen, einfach mit Salz und Pfeffer. Und da ich nur ganz dicke Knoblauchzehen im Moment habe, eine Hälfte von der Knoblauchzehe. Wer Knobi mag und Knobi gibt auch diesem ganzen Gericht den ganzen Geschmack, der kann natürlich die ganze Zehe reinmachen, aber da muss ich sagen, ist schon Alarm im Mund angesagt.
ein Variationstipp für die Veganer oder die, die sagen, sie wollen es etwas gesünder haben anstatt Mayo. Die können einfach Creme Fraiche benutzen. Die gibt es ja auch in der veganen Variante zu kaufen. Und da würzt ihr das Ganze genauso mit Salz, Pfeffer und mit dem Knoblauchzehe. Es geht sogar schon ans Fertigstellen, meine Lieben. Also jetzt nehmt ihr direkt die Auberginen auf einen Teller, gibt dann jeweils einen Klecks von der Mayo-Creme drauf, eine Scheibe Tomaten, dann gibt ihr da auf die Tomaten nochmal einen kleinen Hauch Salz, einen kleinen Hauch Pfeffer. Und wer das Gefühl hat, dass die Tomaten noch nicht ganz so reif sind oder die aus dem Geschäft nur, der kann da noch eine Prise Zucker drüber streuen, damit der Tomatengeschmack noch ein bisschen gestärkt wird. Und on top könnt ihr noch ein paar Kräuter eurer Wahl drauf tun. Ich habe mich jetzt bei den Kräutern einfach für Oregano und ein bisschen Thymian entschieden. Wer hat, kann natürlich auch ein bisschen Basilikum oder auch Petersilienblätterchen drauf geben. Das war's auch schon wieder von mir. Ihr habt gesehen, wie einfach und schnell dieses Rezept ist. Das ist super lecker, schmeckt warm, richtig, richtig gut. Aber ihr könnt das Ganze auch vorbereiten und einfach abdecken und im Kühlschrank kalt servieren. Das funktioniert auch ohne Probleme. Ich hoffe, ihr probiert das Rezept aus. Es wird Zeit, dass wir auch das Video beenden. Ihr hört die kleine Maus im Hintergrund. Ich hoffe, ihr probiert es aus und schreibt mir auch gerne in den Kommentaren, was ihr denn so mit Auberginen anstellt. Das würde mich echt interessieren, weil es gibt auch wirklich gar nicht so viele Rezepte mit Auberginen, muss ich sagen. Also vor allen Dingen in der deutschen Küche, finde ich, wird das eigentlich gar nicht so oft verwendet. Aber klärt mich auf, wenn ihr leckere Rezepte habt. Ich würde sagen, wir sehen uns bald wieder, wenn wieder Crizzle Time ist. Bis dann. Tschüss.